Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, and that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you. Yeah, yeah. Some people serve for a fountain, and the promise is forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some in diese Halle hier haben wir natürlich jetzt eben nicht mitgefilmt, sondern wir sind ja schon da. Ja, aber trotzdem nochmal an der Stelle, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Dankeschön, ich freue mich auch. Wir haben jetzt ja eben gerade schon ein bisschen Musik gemacht. Das war ursprünglich mal der Plan, dass ich das nach hinten raus vielleicht dir vorschlage, aber
Jetzt haben wir es schon hinter uns gebracht, das ist auch gut. Ist auch schön, ne? Klar. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu singen. Dankeschön, bitte. Hast du Bock, über diese Masked Singer-Sache zu sprechen? Ein bisschen. Mach einfach. Ich kann dir dann immer noch sagen, nein. Okay, also ich habe natürlich aus der Perspektive eines Sängers die Frage, wie man sich das vorzustellen hat, wie das sich anfühlt, wenn man quasi ja nicht als man selbst auf die Bühne geht und seine Sachen singt, aber natürlich irgendwie schon, du hast ja wahrscheinlich ja gesungen, wie du singst und nicht versucht, jetzt die Stimme noch zu verstellen. Das wäre so die zweite Frage, sondern eher so die erste Frage. Ist das ein komisches Gefühl, wenn man sich so verkleidet, also wirklich verkleidet, dass man wirklich ja gar nicht erkannt wird, und darum geht es ja auch, und dann auf die Bühne geht, aber das macht, was man ja sonst eigentlich auch immer ohne Verkleidung macht? Ich glaube, das kommt auf die jeweiligen Leute unter der Maske an. Also für mich war das ja eigentlich mit der Grund, warum ich da ein Stück weit auch mitgemacht habe, weil ich mich verstecken konnte. Das war für mich so cool, und dann kann ich auch nochmal andere Sachen ausprobieren und mal endlich auch auf Englisch singen und da einfach mal Gas geben. Und also ich fand es besser, war trotzdem sehr nervös unter der Maske, weil es ja auch darum ging, eben nicht erkannt zu werden. Und also es war schon eine kleine Herausforderung an sich. Okay, und kann man unter diesem doch ganz schön üppigen Kostüm ja irgendwie überhaupt richtig atmen und singen und so? Oder ist das gar nicht so das Problem? Kann man. Also die anderen Kollegen hatten ja viel größere und üppigere und viel schwerere Kostüme zum Teil. Also es wird schon was abverlangt, aber es geht. Ich glaube, es ist dann einfach Adrenalin auch. Ja. Also obwohl man eine Maske hat, hat man Adrenalin, weil die Lieder, viele von diesen Stücken habe ich so gar nicht performt. Also da kommt man nochmal ganz anders aus sich heraus. Ich kann aber nur für mich sprechen. Wenn man jetzt Sascha gehört hat, dann hat er auch nur Dino. Dann hat man ja gemerkt, wie viel auch Spaß dahinter war. Ne? Also insgesamt für ihn war das, glaube ich, nochmal eine ganz andere. Vielleicht war es auch für ihn gar keine Herausforderung. Für mich war das einfach so, okay, doch. Ich bin das, glaube ich, ein bisschen strenger angegangen als er. Welche Songs wählt man denn aus? Hast du die dir ausgesucht, oder ist es auch so ein bisschen so irgendwie auch ein bisschen mitgeschrieben, dass man auch so mal eine falsche Fährte legt oder so? Es ist ein Geben und Nehmen. Okay. Es war für mich aber so, okay, auf Englisch kennt mich niemand. Ja. Das erste Stück von Tina Turner war aber dann schon gewollt, dass man mir nicht sofort auf die Schliche kommt. Und da ging es auch tatsächlich darum, die Stimme zu verstellen. Eigentlich ging es immer darum, aber es ging dann immer mehr so, okay, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich bin irgendwie zu sehr in dem Lied drin und nein, geht nicht. Aber das erste Stück war schon gut. Okay. Ja, das würde ich mich nämlich jetzt fragen, wie das, ob man, ich meine, ich würde wahrscheinlich jetzt da alles falsch machen, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit Lieder singen, die ich halt gerne singe, die aber irgendwie gar nicht funktionieren. Habe ich mir auch zum Stück, es war so ein Geben und Nehmen. Viele der Lieder wurden schon gesungen, deswegen war das so, so innerhalb der ganzen anderen Künstler, wenn ich ein Lied ausgesucht habe, dann hieß es, hat den schon, das war so, nein! Ja. und dann sucht man eben weiter. Ja. Und ist das, ich glaube, es ist schon auch ganz schön aufwendig, das dann ja die Zeit über geheim zu halten, so dass man da jetzt dabei ist und so, ne? Da muss man, glaube ich, schon ganz schön sich zusammenreißen. Also ich bin wirklich auch mit meiner Familie, mit Freunden, ich weiß nicht, es ist nicht so, als wir uns nicht alles erzählen, aber das war tatsächlich einfach. Das ist nicht zu sagen? Ja. Ach so, okay. Das hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Ich meine, natürlich, meine Familie, die haben das aber auch sofort rausgehört. Also ich wurde noch angerufen, es war so, wenn meine Cousine zu mir sagt, dass sogar ihre Mom mich erkannt hat, aber wirklich sofort, so, das ist doch Cassandra, das ist also, okay, gut, das ehrt auf der anderen Seite, und dann ist es so, okay, ich muss noch ein bisschen anders klingen, aber es hat Spaß gemacht. Viele waren am Rätseln. Ich wurde dann auch gefragt, hey, du bist doch der Leopard. Und dann ist so, weiß ich nicht. Kann sein, ich habe keine Ahnung. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das allen verfällt. Aber vielleicht, weil man mal so ganz legitimiert ein Geheimnis haben darf, vielleicht vor der Familie, dass man so, man weiß ja, es wird sich irgendwann mal eine lüften so. Ja. Und vielleicht hilft das ja dabei, dass man selbst seine Familie so ein bisschen an. Und man muss ja auch nicht antworten. Man kann ja, also als Künstler ist man ja so beschäftigt. Und ja, genau. Man kann
dann einfach, wenn man die Frage gestellt wird, vor allem von anderen Kollegen, ist es so, ja, einfach nicht antworten, weil keine Zeit. Ja. Dann hat man nicht gelogen, man hat eigentlich gar nichts gemacht und man meldet sich dann einfach, wenn man wieder Zeit hat. Ja, genau. Ja, Produktion, oh, ganz viel los. Genau. Ein Tunnel. Beziehungsweise, wenn es dann rauskommt, ist eher so, ey, ja. du weißt. Ja, cool. Und dann habe ich letztens, als ich so durch deinen Account gescrollt bin, ist mir aufgefallen, das ist mir völlig entgangen vorher, dass du auf deinem letzten Album, wenn ich mich nicht irre, war das ja dieses Weihnachtsalbum jetzt, vergangene Weihnachten, da hast du meinen absoluten Weihnachtslieblingssong von Donny Hathaway gespielt und aufgenommen und gesungen. Dass du den überhaupt kennst, den hatten sehr viele nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, aber This Christmas ist... Der wird gefeiert, aber This Christmas ist auf jeden Fall, ja. Ja, das ist, also wahrscheinlich ist es der beste Weihnachtssong, der je geschrieben wurde. Habe ich so das also vom meines, Groove her, weil die da einfach Erachtens. So sowas... Die haben da was gefunden, dass man abgehen kann. Wir wollten das Lied auch wirklich in Dauerschleife hören. Ja. Die ganze Zeit. Also es ist so ein gelungenes Stück und trotzdem ist es Weihnachten. Genau, ich finde, aber man könnte... Aber es verliert diesen Groove nicht. Es verliert diese Wärme nicht. Es ist so von der Instrumentalisierung auch so untypisch Weihnachten. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es Weihnachten. Und genau. es ist so toll. Ich finde auch, man könnte den Song eigentlich das ganze Jahr über hören, ohne dass man denkt, das ist aber ein bisschen früh oder Weihnachten ist ja noch nichts, das hat man aber ja oft dann so. Vibe. Das ist einfach so. Genau. Ja. Und auch wieder, also wahnsinnig, wir haben den auch mal gespielt wir waren mal in Istanbul, da haben wir in der deutschen Botschaft gespielt, 2018 glaube ich. Und da war auch, das war auch um Weihnachten rum und dann sollten wir da auch so ein, zwei Weihnachtsnummern irgendwie in unser Set einbauen. Und da haben wir. Habe ich tatsächlich auch, haben wir das Christmas gespielt. Das war auch schön, den zu spielen, aber auch herausfordernd. Das ist schon auch, muss man auch irgendwie auch nach Hause bringen, das Ding, wenn man den anfängt. So, ne? Also schon auch, ja, aber, also, das ist schon eine Messlatte. Also genau. Es hat auch keinen Sinn ergeben, das ganz anders zu singen oder so, weil es einfach, das kannst du nicht besser machen. Das genau, ist das auch ist das an dem Stück. Punkt. Man kann andere Weihnachtslieder nehmen und da noch ein bisschen was... so Nuancen reinbringen und man sagt, oh, warum haben die darüber nicht nachgedacht? Oder zum Glück. Ja. Und in dem Fall ist es so, ey, die haben an alles gedacht. Da kannst du nichts machen, um dieses Lied zu pimpen. Nee. Und dann mit Donny eben auch noch, wie er dann halt auch gesungen hat. Oder muss man ja auch... Also diese Seele, das ist magisch. So sowas kann man nicht kopieren oder lernen. Nee. Ja, cool. Und bist du eigentlich gerade an noch weiteren Sachen dran? Also Weihnachten hast du jetzt ja gemacht, jetzt gibt's ja... Weihnachten habe ich gemacht und ich freue mich, dass das Album natürlich, also dadurch, dass es eben Weihnachten ist, dass man das jedes Jahr natürlich damit performen kann. Ich hoffe auch, dass wir in ein paar Kirchen reinkommen können dieses Jahr. Das hat letztes Jahr leider nicht geklappt. Ja, stimmt. Aber ansonsten, ich habe mich echt geziert davor, aber irgendwie, es kommt von selber. Ich bin mir sicher, es kennen auch noch ein paar andere Kollegen, wenn man sagt, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt mal ein bisschen Ruhe und auch diese Zeit nehmen, auch wenn sie schwierig ist, es gibt einem nochmal einen ganz anderen Raum, anders kreativ zu sein oder auch sich als Person nochmal wirklich Zeit zu nehmen und sich kennenzulernen. Also ich glaube, ich hatte noch nie in der ganzen Zeit so viel Luxus, um wirklich zu sagen, okay, ich kann jetzt mal kurz komplett ausrasten. Und mich mit mir selber beschäftigen. Und das wiederum seit 2-3 Wochen führt dazu, dass ich wieder schreibe. Das habe ich wirklich sehr lange nicht mehr gemacht. Aber es gibt auch Inspirationen von Newcomern oder von Künstlern, die es wirklich schon länger gibt, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, die jetzt so ihren Weg zu mir finden und die einfach inspirieren, sich treu zu bleiben. Das ist einfach so, oh Mann, das ist so... Es ist cool, dass die das machen. Und es ist so, ja, ich fühle es, weil ich das auch so gemacht hätte. Ne? Und jetzt ist so, okay, mich hält nichts gerade, deswegen mache es jetzt einfach so. Ach, schön. Das stelle ich mir gut vor, wenn das sich so anfühlt, wenn man einfach wieder ins Schreiben kommt und gar nicht denkt, ich muss, sondern... Ja. Ja, schön. Ja. Das klingt gut, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt entsteht. Ich auch. Hast du eigentlich jetzt dieses Jahr, sind bei dir irgendwie Live-Shows irgendwie jetzt, stehen welche an? Gerade heute wurde nochmal eine Show bestätigt, worüber ich mich sehr freue. Ich hoffe, dass es auch alles durchgeht, da wir jetzt Richtung Herbst schon wieder so eine leichte
Mutation, Bedrohung haben. Ja, genau. Ich kann es immer so sagen. So, oh. Also ich hoffe, dass das auch klappt. So ab Juli schauen wir auch, dass wir das dann auch brav posten. Dass man Bescheid weiß. Aber ab Juli sind schon einige Auftritte geplant. Ja. Freuen wir uns auch sehr schon. Und du freust dich wahrscheinlich am meisten darauf, dass da wieder Menschen vielleicht sogar stehen, die direkt Feedback geben können? Oder worauf freust du dich am meisten? Ach, mich hat das gar nicht so gestört. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das so vermissen würde. Aber allein jetzt hier das Stück zu performen, das war so, aber vielleicht auch, weil kein klassischer Stress oder Druck in dem Sinn. Man taucht auf, ich bin ja eigentlich auch zu Hause. Mhm. Das hat ein ganz anderes Gefühl, wobei die letzten Auftritte waren auch, man freut sich, die Jungs zu sehen, die Band. Einfach diese Atmo, es ist jetzt gerade für mich ist es eine gleiche, aber doch neue Welt, weil einfach sehr viel passiert ist. Und jetzt ist einfach alles, wird so langsam, aber sicher ruhiger. Ja. Und dass sich jetzt das so öffnet, ist eigentlich schön, dass ich die Musik jetzt nochmal ganz anders erfahren kann und auch noch mit einem anderen Bewusstsein der Musik gegenüber, aber auch mir. Mhm. Wow. Ich habe neulich ein Lied geschrieben, das heißt Euphorie. Mhm. Und da habe ich genau, weil ich irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich mich gar nicht traue auf all diese Sachen, die jetzt dieses Jahr noch anstehen, die eigentlich letztes Jahr schon hätten passieren sollen. Also meine erste eigene Tour, die ja nicht stattfinden konnte bisher, pandemiebedingt. Deswegen sitzen wir irgendwie auch hier, weil wir jetzt auf der Tour, die noch nicht stattgefunden hat, sind quasi. Ja. Aber man weiß ja nie, wofür die Sachen gut sind, ne? Sonst hätten wir wahrscheinlich das hier nicht gemacht. Deswegen ist man ja auch immer so ein bisschen, kann man ja in vielen Sachen, die eigentlich erstmal als negativ tarnen, auch positive Sachen entdecken und schöne Sachen, die sich da auch durch ergeben. Aber was ich irgendwie gemerkt habe, dass dieses Euphoriegefühl, also sich wirklich so Vorfreude zulassen, obwohl das noch vielleicht Wochen oder Monate lang hin ist, dass ich das irgendwie auf eine Art verlernt habe, jetzt die letzten anderthalb Jahre. Das finde ich jetzt. Als er mir immer weggenommen wird. Genau, weil man sich gar nicht traut. Ist kurz so, ihr dürft euch freuen. Ja, genau. Und dann ist so, oh nee, jetzt kommt schon wieder so ein Vielleicht und so ein, oh jetzt kommt die Version. Genau. Und also das. Man wagt nicht mehr zu hoffen. Genau. Weil wir jetzt mehrmals schon, man kann schon sagen, enttäuscht wurden. Also ich weiß gar nicht, für wen das intensiver ist, ob das für die Kinder, die endlich in die Schule dürfen und in den Kindergarten, dass die einfach mal rauskommen und auch die jeweilige Familiendynamik sich da ein bisschen lockern kann. Oder eben auch tatsächlich für uns Selbstständigen, ob das jetzt Künstler sind oder Menschen, die anderweitig unterwegs sind, die das einfach alles selber auf die Beine stellen. Die da hoffen und wirklich alles geben und auch alles tun. Also ich weiß von Kollegen, auch von mir selber, es gibt einige, die sich nicht wirklich impfen wollten, aber man tut's. Mhm. Ne? Das ist so, wir trauen der Sache nicht und ich gehöre auch dazu. Das ist einfach so, okay, irgendwann sitzt du da und denkst so oder so, F it. Was habe ich zu verlieren in dem Sinn? Und ja, werden wir sehen, was es so auch tatsächlich bringen wird. Ja. Ich habe leider keine elegante Überleitung zur letzten Frage parat, aber frag einfach mal. Genau, weil es mich tatsächlich auch wirklich interessiert. Also ich hätte da wahrscheinlich, wenn ich mir die Frage selber stellen würde, auch eine Antwort drauf. Deswegen ist auch gar keine überragende Frage, sondern einfach nur die einfache Frage. Wenn du dir einen Duettpartner auch suchen könntest, egal wer, alles ist möglich. Also es könnten vielleicht sogar auch schon Künstler und Künstlerinnen sein, die vielleicht gar nicht mehr leben. Keine Ahnung, alles wäre möglich. In einer völlig alles möglich Welt quasi. Ja, ja, man könnte sogar Menschen aus dem Jenseits holen. Okay. Wer wäre das? Welcher Künstler oder welche Künstlerin wäre das? Ach so, das wären einige. Dürften das auch einige sein. Du kannst also auch einen Chor aufmachen. Von einem Prince zu einem Michael Jackson, George Michael, den ich gerade auch nochmal rauf und runter höre. Also das sind einfach Künstler, die unsere Musikwelt vermisst. Das, was wir jetzt als Antwort haben, sind Bruno Mars und. Mhm. Also das ist so, wow. Also es kommt dann erstmal lange nichts, sondern es gibt wahnsinnige Künstler. Aber die werden nicht so gehypt. Also der Einzige, der dann so gehypt wird in der Sparte ist ein Bruno. Mhm. Und es gibt noch viel mehr. Aber ich denke,
Menschen, die sind wirklich viel zu früh gegangen. Da hätten wir noch einiges davon haben können, auch andere Generationen. Also wenn schon eh gefragt wird, wer ist Paul McCartney, dann denkst du, oh, aua. Autsch. So, ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele schöne Sachen besprochen und wir haben vor allem einen ganz tollen Song aufgenommen und ich freue mich sehr, dass du da warst. Dankeschön. Danke ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Mal ein bisschen raus. Vielen Dank. Sehr gerne.